Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück in Trainsim World 4 zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Am vergangenen Montag startete eine große Community-Challenge in Trainsim World 4. Sollte diese Challenge erfolgreich von der TSW-Community abgeschlossen werden, dann wird es in der Roadmap in der kommenden Woche am 12. Dezember 3 Teaser zu 3 neuen TSW-4-Strecken geben. Das hat Dovetail Games versprochen und wir wollen uns heute den aktuellen Stand dieser Challenge anschauen. Ich kann vorweg schon mal sagen, ihr seid alle sehr, sehr fleißig gewesen. Ihr könnt nach wie vor noch kostenlos an dieser Challenge teilnehmen. Ihr benötigt dafür ein kostenloses Dovetail Live-Konto. Das ist eine kostenlose Anmeldung und das Ganze ist komplett kostenlos. Und ihr müsst euch, wenn ihr an der Challenge teilnehmt, natürlich einmal angemeldet haben und während des Spiels auch dort angemeldet bleiben. Dann gucken wir mal in die Meisterschaften hinein, wie gut denn die Trainsim World Community bis jetzt gespielt hat. Zeitpunkt meiner Aufnahme ist jetzt Mittwochabend, kurz vor 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Die Challenge startete am vergangenen Montag um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Also gut 2 Tage sind nun vergangen. Und da schauen wir mal in die Meisterschaft hinein. Wie schaut es aktuell aus? Und da gehen wir einmal nach links. Und da muss ich euch echt gratulieren, denn die erste dieser 3 Aufgaben, die ist bereits abgeschlossen worden. Und zwar schon am heutigen Nachmittag, Mittwoch, also knapp 2 Tage, nachdem das Ganze begonnen hat, habt ihr schon die erste Aufgabe gelöst, nämlich spiele 36.000 Fahrplan-Szenarien, also Timetable-Scenarios. Und wir schauen nochmal. Und das habt ihr schon an diesem Nachmittag tatsächlich geschafft abzuschließen. Dazu muss man natürlich sagen, die Fahrplanfahrten, das gibt es zum Teil sehr, sehr kurze Fahrten, die gemacht werden können. Eine Bereitstellung von 1 bis 2 Minuten zum Beispiel. Aber trotzdem 36.000 solcher Fahrten in knapp 2 Tagen hinzubekommen. Also Respekt an euch und herzlichen Glückwunsch dazu. Und es ist natürlich davon auszugehen, dass die Kapazitäten, die hierfür aufgewendet wurden, natürlich jetzt auf die anderen beiden Aufgaben noch aufgeteilt werden. Ja, also ich muss echt sagen, herzlichen Glückwunsch dazu. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Dann gehen wir mal weiter und schauen uns die Kilometer an. Und zwar ist eine der umfangreichsten Aufgaben, fahre 3,6 Millionen Kilometer. Das entspricht so in etwa, ich habe euch das mal ausgerechnet, so grob geschätzte 5-mal zum Mond und wieder zurück. Nicht erschrecken, dass der Balken hier nichts anzeigt. Es sind in der Tat schon viele Kilometer zusammengekommen. Da blicken wir mal hier darauf. Das wird nämlich in Metern hier gemessen im Spiel. Und da sind ja eine große Zahl zusammengekommen. Und wie gesagt, das wird in Metern gemessen. Also rückgedanklich mal das Komma mal um 3 Stellen nach links. Da seht ihr, dass hier schon über 1,38 Millionen Kilometer zusammengekommen sind. Das heißt, ihr seid, glaube ich, hier schon 2-mal zum Mond gefahren und 2-mal wieder zurück. Also ihr habt hier wirklich schon, oder 1-mal wieder zurück. Also ihr seht, ihr habt hier wirklich auch schon was Ordentliches geleistet, diese Kilometer zusammenzukriegen. Das ist meiner Meinung nach die schwierigste Aufgabe. Aber die schwierigste Aufgabe scheint eher zu sein, die 36.000 Szenarien zu spielen. Denn da hakt es gerade noch ein bisschen. Wir sehen, dass knapp 7.961 Szenarien gespielt wurden. Das ist so grob, naja, knapp ein, es ist noch nicht ganz ein Viertel der Szenarien. Man muss dazu aber auch sagen, dass viele Szenarien auch sehr lang sind in dem Spiel. Ich habe euch im vergangenen Video mal grob gezeigt, welche Szenarien so die kürzesten Szenarien sind, die mir bekannt sind. Ich kenne jetzt auch nicht jedes kurze Szenario, aber es gibt sehr, sehr viele sehr kurze Szenarien, so Dauer von 10 Minuten, 20 Minuten. Und ich möchte euch dazu sagen, wie gesagt, ihr könnt hier auch ein und das gleiche Szenario mehrmals hintereinander spielen. Das ist überhaupt kein Problem, das wird auch hier im Spiel gewertet. Grundsätzlich habt ihr natürlich absolut die Wahl und könnt natürlich auch sehr lange Szenarien spielen, da sammelt ihr noch ein bisschen mehr Kilometer. Also das Ganze ist halt gerade hier so ein bisschen der Punkt, aber ich denke mal, dass die Kapazitäten der Fahrplanfahrten jetzt hier auf die Szenarien übergehen werden, sodass wir da vielleicht noch ein bisschen aufholen können in den nächsten Tagen. Also ich muss sagen, echt Respekt an euch, dass das mit den Kilometern da ist. Das ist ja auch fast ein Drittel, was jetzt hier zusammengekommen ist, also an Kilometern. Wir schauen noch mal rein. Wie gesagt, das habt ihr abgeschlossen, die Fahrplanfahrten. Ich zeige es euch noch mal, die Kilometer.
gewünscht werden 3,6 Millionen. Ihr habt über 1,38, also über ein Drittel an Kilometern ist ja auch schon abgefahren. Echt Wahnsinn. Ihr seid eine wahnsinnig aktive Community. Muss ich wirklich sagen, echt Respekt an euch, an den Szenarien. Wie gesagt, unbedingt da vielleicht nochmal gucken, ob ihr vielleicht das ein oder andere Szenario nochmal spielen möchtet. Wählt euch Szenarien aus, die ihr vielleicht auch schon mal gespielt habt und die euch sehr gut gefallen haben. Also hier gibt's echt, hier müssen wir noch so ein bisschen alle zusammen uns nochmal hinsetzen, nochmal ein bisschen eine Schippe drauflegen, wie man jetzt im Deutschen sagt. Aber ich denke, das Ganze ist zu schaffen. Die ganze Challenge läuft noch bis zum 11. Dezember. Das ist der kommende Montag. Und zwar ist das Ende der Challenge 15 Uhr UTC. Das heißt, glaube ich, 16 oder 17 Uhr mitteleuropäischer Winterzeit. Also dann wird Schluss sein. Und wie gesagt, solltet ihr das Ganze erfolgreich abschließen, dann wird Entwickler Dovetail Games einen Tag später auf dem Roadmap-Update dann drei neue Teaser zu drei neuen Strecken veröffentlichen, die dann im Jahr 2024 erscheinen sollen. Also ich würde mich riesig freuen. Ich denke mal, wir würden uns alle riesig freuen, wenn das ganze Projekt hier klappt. Und wir dann eben ja Weihnachten dann damit verbringen dürfen zu rätseln, welche neuen Strecken könnten denn schließlich für Transim World 4 veröffentlicht werden. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Erst gibt es hier diese Aufgaben zu lösen. Wie gesagt, hier hängt es noch ein bisschen hinterher bei den Szenarien, bei den Kilometern sieht es gut aus und die Fahrplanfahrten sind ja bekanntlich schon abgeschlossen. Dann gab es noch einen, finde ich, richtig geilen Tipp, was die Kilometer angeht. Und zwar, ich habe euch mal ein paar Tipps gegeben, wie ihr so die Kilometer ganz gut und schnell abspielen könnt. Aber natürlich, warum denn einfach, wenn es kompliziert geht? Und da gab es einen geilen Tipp von dem Zuschauer Moron 222, der hat mir das in die Kommentare geschrieben, ich habe euch das auch angepinnt, denn er hat wieder eine Lösung gefunden, die war schon wieder zu einfach, dass ich sie nicht gefunden habe. Das ist immer, wenn man zu kompliziert denkt. Nämlich ganz einfach, wir begeben uns in das Trainingszentrum von Transim World 4. Oder im Trainingszentrum von Transim World 3. Da könnt ihr ja auch diesen Dovetail live nutzen. Also ihr müsst jetzt nicht für diese Challenge zwingend Transim World 4 spielen. Das geht, müsst ihr auch mit Transim World 3 gehen. Dort wollen wir dieses Zentrum zu Fuß erkunden. Und wie gesagt, das Trainingszentrum ist in jeder Transim World 4 Edition und auch in jeder Transim World 3 Edition enthalten. Dann begeben wir uns an den Außenring, zum Beispiel hier zum Bahnhof 1. Jahreszeit, Wetter sind jetzt erstmal völlig egal. Wir laden einmal das Ganze. Denn da gibt es nämlich eine Möglichkeit, dass ihr, wenn ihr das möchtet, über Nacht auch Kilometer sammeln könnt, ohne dass ihr selber was tut. Der einzige Nachteil ist natürlich, ihr sammelt dadurch keine Szenarien, sondern ihr sammelt eben rein Kilometer, aber könnt da relativ viele Kilometer sammeln. So, jetzt sind wir hier am Bahnhof 1, am Außenring, der ist komplett zweigleisig. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal einfach auf das Außengleis hinüber. Da kann man, glaube ich, noch ein paar Meter, minimale Meter mehr sammeln. Und begeben uns hier an den Bahnsteig. Dann erinnern wir uns ja, dass wir uns hier im freien Spiel bzw. im freien Spielmodus befinden. Drücken auf dem PC einmal die Tab-Taste, denn auch das Trainingszentrum ist kompatibel mit diesem neuen Modus. Wir holen uns einen Zug hier rein. Und das sollte ein elektrischer Zug sein, denn elektrische Züge, die ziehen ja ihren Strom aus der Stromschiene oder aus der Oberleitung und die wird ja hier nie irgendwie unterbrochen oder sowas. Bei einem Dieselzug kann natürlich der Treibstoff, also der Diesel knapp werden, bei der Dampflok irgendwann mal der Druck oder die Kohlen eben aufgebraucht werden. Bei elektrischen Zügen haben wir das Problem nicht. Ich entscheide mich jetzt hier für einen sehr schnellen elektrischen Zug, nämlich den ICE3. Das ist die Baureihe 403. Zum Beispiel die Baureihe 403 können wir uns hier auswählen, zum Beispiel als leere achteilige Einheit. IC1 ist auch eine Möglichkeit. Also jeder elektrische Zug, eben der euch hier gerade in den Sinn kommt. Ich würde euch empfehlen, einen schnellen Zug zu nehmen. Der ICE3 schafft bis zu 330 Stundenkilometer. Es gibt auch der französische TGV, der schafft 320. Es gibt den Acela Express, der dürfte auch um die 300 schaffen. Es gibt den englischen Schnellzug, den Esuma oder hier den Javelin. Die sind alle sehr schnell, denn je schneller, desto mehr Kilometer schafft ihr. Wir holen uns jetzt hier einen dreiteiligen ICE3 einmal auf die Gleise. Platzieren das hier, drücken die Taste X. So, dann sehen wir den. Ach, das ist sogar die Regenbogenversion. Da habe ich jetzt nicht gesehen, dass ich gerade die geholt habe. Und begeben uns einmal hier hinein.
in den vorderen Teil des Zuges, machen die Tür wieder zu. So, begeben uns in den Führerstand. Tür auf, Tür zu, wobei es egal ist, und nehmen Platz und dann, genau, dann machen wir den Zug startklar, Richtungswende auf vorwärts. Jetzt ein ganz wichtiger Hinweis, keine Zugsicherungssysteme einschalten, besonders keine SIFA und auch keine PZB. Mit der PZB könnt ihr nur bis 160 fahren und LZB liegt hier, glaube ich, nicht so, wie ich das sehen kann. Und außerdem keine SIFA einschalten. Denn der Zug soll ja für uns arbeiten, ohne dass wir was machen. Das ist so der Sinn der Sache. So, dann wollen wir die Federspeicherbremse lösen. Die ist, glaube ich, schon gelöst. Was wir aber hier brauchen, oder was wir einfach machen können, die AFB einschalten. Und zwar einmal nach, wartet mal. Hier nach Taste 6, also so wie wir das einstellen. Einmal so und dann passt das. Dann wählen wir ja einmal 330 Stundenkilometer vor. Und dann würde ich euch sagen, wir fahren ja jetzt nur im Kreis. Also, ja, nehmt die Reisetablette oder wenn ihr sie vergessen habt, dann die Kotztüten bereithalten, denn jetzt geht's los. So, ich wollte aber ja eigentlich noch die Spitzenlichter einschalten. Ne, das macht der alleine. Okay, also, Reisetablette einwerfen, Getränk hinterher oder eben Kotztüte bereithalten, denn jetzt geht's rund. Und wir können den Zug hier beliebig im Kreis fahren lassen. Ich habe natürlich vorher geschaut. Ihr solltet vorher aber auch bei euch schauen, ob die Weichen korrekt gestellt sind. Das sind sie in diesem... Also die sind eigentlich auf dem Außenoval immer korrekt gestellt. Das solltet ihr vor allem prüfen, wenn ihr auf dem Innenkreis unterwegs seid. Das habe ich meine erste Probefahrt gemacht hier. Aber am Außenring seht ihr ja selber, da haben wir ja nur eine einzige Weiche. Und dann... geht's ab. Ich kann nur sagen, schnallt euch an. Und da könnt ihr im Prinzip, ich habe das sogar an einem Tag schon gemacht, wo ich diesen Tipp gelesen habe in den Kommentaren. Und zwar habe ich da wirklich den Zug hier mal 2 Stunden im Kreis fahren lassen. So, 2 Stunden bei 330 km/h. Ihr könnt es euch ausrechnen, habt ihr 666 Kilometer zusammen. Und das ist dann auch schon eine richtig geile Kilometerleistung. Und ich kann nur sagen, Dankeschön an den Moron222 für diesen geilen Tipp. Wie gesagt, ist mal wieder so einfach, dass man nicht drauf kommt. Das ist immer so. Das ist das Problem, wenn du bei Rätseln zu kompliziert denkst, dann kommst du nicht auf so eine einfachen Lösungen. Also, geile Sache. Und wie gesagt, hier könnt ihr einfach effizient sehr, sehr viele Kilometer sammeln. Das ist die Aufgabe so. Aber wie gesagt, wenn du dann hier 2 Minuten zuguckst, gerade bei 330, dann ist der Zug eben so schnell unterwegs. Da wird dir dann schon ein bisschen schwindlig. So, hier drüben sehen wir gerade mal die ganzen anderen geparkten Züge, die abgestellt sind, die zum Basisspiel gehören. Der ICE-3, der ist einmal einzeln als Railbow-Version erhältlich. Das ist auch die günstigste, wenn ihr jetzt bei Trains in World 4 erst eingestiegen seid, dann ist das die günstigste Version, um einen ICE zu bekommen, nämlich den ICE Railbow zu kaufen. Da ist auch ein ICE-1 in der Klimaschützerlackierung mit in dem Paket enthalten. Ich glaube 6 Euro zum Normalpreis, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Und der ist natürlich auch kompatibel mit dem freien Spiel. Ja. Und ansonsten ist der bei, ist ein ICE-3 bei München-Augsburg dabei, bei Köln-Aachen sind, glaube ich, die einzigen Strecken. Und eben halt in diesem ICE-Railbow-Paket. ICE-1 gibt es auch so, ach so, bei Kassel-Würzburg ist ICE-3 auch dabei, da ist außerdem der ICE-1 dabei. Und weitere Schnellzüge, die für so ein schnelles Kilometer-Sammeln hier zusammenkommen. Hier seht ihr, die erste Runde ist schon fertig. Weitere ICE, die so schnell für solche Touren in Frage kommen oder weitere Züge. IC1, der fährt auch seine 280. LGW Mediterrane, der fährt auch seine 320, meine ich. Wie gesagt, Acela Express, der ist auch relativ schnell. Esuma und Javelin, also je nachdem, sollte halt nur meiner Meinung nach ein elektrischer Zug sein. Die 101 könnt ihr auch nehmen, die fährt ihre 200 Stundenkilometer. Ihr müsst einfach so ein bisschen gucken, welche E-Loks, welche Elektrozüge habt ihr hier in eurer Trains in World 4 bzw. Trains in World 3 Sammlung. Ihr schaut mal, das ist so extrem mit der Neigetechnik, also mir wird da fast schon ein bisschen übel, wenn ich das hier sehe. Auf diesem Testoval. Ja, und so lasst ihr einfach den Zug dann hier viele, viele Runden fahren. Wie gesagt,
Lass den einfach hier in Ruhe seine Kreise ziehen, seine Kilometer sammeln und geht dabei schlafen oder geht dabei einkaufen. Bei mir war es ja wirklich so, ich habe den da zwei oder drei Stunden da rumfahren lassen, nebenbei das Abendessen gemacht, Haushalt gemacht und der hat fleißig seine Kilometer gesammelt. Der entgleist auch nicht hier ohne weiteres bei den hohen Geschwindigkeiten. Ihr seht auch, wir sind da gar nicht richtig bei 330 und trotzdem schon so überhöhte Geschwindigkeiten. Jetzt fahren wir die Runde 2 ja doch durch und ihr seht, wir haben es fast geschafft, die 300. Aber auf den Ovalen wird da, glaube ich, so ein bisschen ausgebremst. Aber das ist halt auch eine gute Möglichkeit, wenn ihr den hier so mehrere Stunden kreisen lasst, eben um weiter Kilometer zu sammeln. Wobei es bei den Kilometern ja insgesamt sehr, sehr gut aussieht. Ich kann euch nur, wie gesagt, wie ich euch das vorher schon gesagt habe, eben empfehlen, sammelt fleißig eben weiter diese Szenarien. Das ist das Allerwichtigste, denn das hängt zurzeit klein wenig hinterher. Ich denke aber, das wird spätestens am Wochenende, wenn dann auch ein paar Leute mehr Zeit für TSW haben, spätestens am kommenden Wochenende dürfte das aber auch erledigt sein. So, und schaut mal, jetzt haben wir 316. Boah, mir wird da wirklich richtig schlecht. Gerade dabei sind gleich bei 330, soll er ja fahren können. 319. Schaut mal, wie der Zug hier abgeht. Ja. Schaut mal, wie das Ganze hier richtig abgeht. So, 325. 326. 27. 28. Komm, schaff's nicht. 330 wollen wir noch sehen. So. Also ihr seht auch, der Zug fliegt uns hier nicht aus den Gleisen. Also, jetzt haben wir die 330 erreicht. Macht das auch von außen. Ein schönes Highspeed-Bild von unserem Zug. Gucken, wie verschwommen das dann aussieht. Schön die Berge hier im Testzentrum im Hintergrund zu sehen. Wahnsinn. Also so schnell bin ich mit dem, glaube ich, auch noch nicht gefahren. Also das schnellste müsste mit dem TGW mal 320 gewesen sein. Also, aber das muss ich ja gefühlt wirklich in den Kurven fast schon wie so eine Achterbahn anfühlen. Oder was meint ihr? Also das muss wirklich schon, ja, da muss man schon ein bisschen, fast schon reisefest sein, seefest. Also da muss man schon ein bisschen was aushalten können. Gut, liebe Leute, ja, das wollte ich euch immerhin mitgeteilt haben. Also, wie gesagt, zusammengefasst, herzlichen Glückwunsch zum Abschluss der 36.000 Fahrplanfahrten. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen. Bei Kilometern sind wir auf dem richtigen Weg. Nutzt mal die Methode, die der Moron 222 euch hier empfohlen hat. Ich habe es euch gezeigt, wie ihr das Ganze einstellen müsst. Und außerdem, ja, guckt, dass ihr noch ein bisschen die Szenarien spielt. Dass ihr noch guckt, eure Lieblingsszenarien vielleicht nochmal spielt oder die Szenarien spielt, die euch gefallen. Da kam auch die Frage, ob auch Szenarien aus dem Creators Club zählen. Wenn sie direkt bei den gleichen Szenarien in der Liste stehen, das weiß ich jetzt gerade nicht genau, dann sollte das funktionieren. Wenn die aber extra gelistet werden, also ich würde im Zweifelsfall lieber die mitgelieferten Szenarien einfach spielen. Es zählen aber alle Szenarien, also sowohl die bei Fahrzeug-DLCs dabei sind, als auch die Szenarien, die zu den Strecken gehören. Was nicht dazu zählt, sind Trainingstutorien, also diese Trainingsmodule. Das ist wieder was Extras, das zählt nicht zu den Szenarien und es zählt auch nicht zu den Fahrplanfahrten. Das wollte ich euch auch nochmal mit auf den Weg gehen. Ansonsten, wie gesagt, liebe Community, ich bin stolz auf euch und ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen beim Sammeln der Kilometer und frohes Schaffen beim Spielen der Szenarien und ich hoffe, dass wir nächste Woche um die Zeit da, wenn das ganze Projekt hier erfolgreich läuft, da kennen wir schon die ganzen neuen Leaks und dass wir dann in verschiedenen Videos nochmal über diese hoffentlich neuen Teaser der Strecken für 2024 sprechen können. Ich lasse den Zug jetzt noch ein paar Stunden fahren und wünsche euch noch einen schönen Abend und einen guten Start in die zweite Hälfte der Woche. Morgen ist Donnerstag. Ja, und habt bis dahin eine angenehme Nacht und eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.